Herzlich willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Es ist nicht so, dass es mich nicht freut, ja. Natürlich freue ich mich. Aber ich hatte schon aufgenommen und komischerweise hat mein verficktes Dreckshandy irgendwie die Aufnahme nicht gespeichert. Das hatte ich noch nie. Und ich bin jetzt ein bisschen böser, weil ich halt schon alles, ich habe das Video halt schon abgedreht und weiß jetzt, was drin ist. Deswegen machen wir jetzt hier improvisierte Live-Reaction quasi, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den guten Jan, ja. Das zweite Mystery-Paket von ihm. Und klein aber fein. Und er hatte seinen Keller irgendwie ausgeräumt und hatte noch ein paar... Entschuldigung. Er hatte noch ein paar Independent-Sachen übrig, wo er keinen Bezug mehr hatte. Und bevor er die irgendwie anders abgibt, hat er gesagt, komm hier, nimm mal. Du nimmst ja sowieso alles. Und auf jeden Fall sind da richtig geile Sachen drin. Und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Und was haben wir denn da? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, auf jeden Fall, den wollte ich mir auch schon immer mal zulegen. Da gibt es, glaube ich, mehrere Teile von, aber irgendwie nur Teil 2 und 3 sind hier in Deutschland erschienen. Plaga Zombie, Zona Mutante. Auf jeden Fall, der sagt mir was. Meine ich, hätte ich auch schon mal einen Trailer von gesehen. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein argentinischer Film. Ich dachte, er ist irgendwie Spanien oder so. Moment, ich mach mal so, dann wird's scharf. Und ist halt eine etwas günstigere Produktion, sag ich mal. Was hatten wir hier für eine Freigabe? Aber 18. Aber das, die Südamerikaner sind ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, überdreht in ihren Sachen. Und von daher, also den behalte ich auf jeden Fall. Und da muss ich mal gucken. Wie gesagt, es gibt mehrere Teile davon, wie man den so noch bekommt. Die würden mich noch interessieren auf jeden Fall. Dann habe ich ein... was haben wir denn hier? ein Film, den ich schon mal in meiner Sammlung hatte und jetzt wieder zurückbekommen habe. Auf jeden Fall ein sehr nettes Mädel vorne drauf. Aber den Film habe ich leider schon in der Jochen-Taubert-Box. Und zwar Psycho Kill, Tod der Schmetterlinge. Das Mädel hier hat ja auch schon mal des Öfteren in einigen Taubert-Produktionen mitgemacht und wie gesagt, den hatte ich schon mal, aber dann wieder verkauft, weil ich halt diese Box habe. Und unzensierte Version, noch eine ganz alte X-Rated als MRA. Trotzdem danke dafür. Und, nein, das ist auch richtig cool auf jeden Fall, weil den wollte ich mir auch schon immer mal holen. Und ich mir jetzt nicht speziell gezielt, aber ich wollte halt mehr von dieser Zoe-Film-Produktion haben. das ist ja Slane McGroths absoluter Hassfilm. Und wie gesagt, der hier habe ich, den kenne ich noch nicht, den habe ich noch nicht gesehen und ist auch, glaube ich, nicht gerade günstig oder so, meine ich. Ich meine, ich hätte schon mal danach gesucht, da war der Preis auch ziemlich hoch. Was ich auf jeden Fall cool finde, der gute Jan, da ist gerade was abgebrochen, der gute Jan hat darauf geachtet, dass es keine Rohlinge sind, ja. Weil einige Independent-Sachen sind, gibt es ja leider nur als Blu-ray oder DVD-Rohling. Weil es halt eine Independent-Produktion ist, ja. Viele können sich das halt nicht leisten, die Sachen ins Presswerk zu geben, weil halt eine bestimmte Anzahl gepresst werden muss, ja. Meistens geht es erst ab 500 oder 1000 los oder noch viel höher und die wissen halt nicht, ob sie das Geld dafür reinkriegen. Deswegen brennen die meisten das halt, die meisten Filmemacher das halt selber, ja. Finde ich auch nicht schlimm.
Aber finde ich auf jeden Fall gut, dass du daran gedacht hast. Und ja, vielen Dank dafür. So, als nächstes haben wir hier. Der interessiert mich auch. Habe ich auch nicht. Sehr, sehr gut. Power Trash aus Bremen. Deathmaster, der blutige Schatten. Schaut auch. So geht's, ja. Schaut auch irgendwie interessant aus, ja. ja, hier gibt es noch Making-of, hinter den Kulissen, entfallene Szenen, Kinopremiere und Trailer und so weiter. Aber wie gesagt, also auf sowas stehe ich auf jeden Fall. Und ja, die Disco ist auch ganz cool gestaltet. Seht ihr das? Irgendwie habe ich den Typen hier schon mal gesehen. Dennis Klose. Boah, da müsste ich jetzt. Heißt der so oder ist das Daniel Flügger? Ja, mit Namen habe ich es nicht so, aber irgendwie der sagt mir was. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Wahrscheinlich habe ich da selber einen Film von. So, dann als vorletztes haben wir hier Kettensägen-Zombies. Das Blutbad hat begonnen. Und da muss ich leider sagen, den habe ich schon. Und zwar aus in dieser MUP-Reihe. Da heißt da Kettensägen-Zombies Redux quasi. Da wird noch irgendwas anderes mit bei sein. Aber ich wollte hier mal vergleichen wegen den Bonusmaterial, ob es sich vielleicht lohnt, dann den doch doppelt in der Sammlung zu haben. Und ja, natürlich schade, ne? Aber macht nichts. Wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall mal vergleichen. Und ja, auf jeden Fall. ich finde es geil, wie unscharf hier der Zombie-Kopf ist und alles andere ist richtig scharf ausgedruckt. Ja, das macht Independent aus. So, und als letztes haben wir hier, den habe ich leider auch schon in der Sammlung. Ja, ein Meisterwerk von Timo Rose. Ich kann mich an den Film leider nicht mehr erinnern, aber habe ihn nicht sehr gut in Erinnerung. Ja, weil mich damals, wann, ja, 2004, ja, da war ich 24. weil mich halt diese ganzen Sachen wirklich gecatcht haben quasi. Ja, Exzesse, Folter, Perversion, kranke Gedanken werden wahr. Trainspotting meets Braindead, nur krasser. Da bin ich halt damals aufgesprungen und ja, hab mir Psycho Jack gekauft. Ja, jetzt habe ich ihn doppelt. Und wie gesagt, ich hatte den aber, glaube ich, auch das letzte Mal 2004 tatsächlich gesehen und weiß nicht mehr genau, was drin vorkommt. Aber wie lang geht der? 90 Minuten? Ich habe ihn, glaube ich, nicht in allzu guter Erinnerung. Aber wie gesagt, das macht gar nichts. Auf jeden Fall kann ich die Hälfte davon gebrauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ja, wie gesagt, Jan, vielen, vielen Dank für den geilen Independent-Stapel. Und wie gesagt, dafür, dass du daran gedacht hast und mir keine Rohlinge hast zukommen lassen. So, das soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, schaltet demnächst wieder ein, wenn es heißt, schaltet ein. Tschüss, euer Movie Picker. Ciao.